ich Ihnen jetzt hier gleich beim Paul. Der Duftbaum sagt auch schon, wir haben das Ziel fast erreicht. Jawohl, Paul. Was ist das für ein Sender? Das ist HR4. Was denn sonst? Heute probieren wir was ganz Leckeres. Und zwar wunderbaren Soest-Röming. Hier nochmal ein Clip von der Deutschen Bundeswehr. Hinweis: Nach dem Versand bitte bis zum Verzehr im Kühlschrank bei 4 bis 6 Grad lagern oder innerhalb von 7 Tagen verbrauchen. Das ist 10 Monate her. Oh nein! Oh! Stellt euch Frankfurt vor, die hinterste Ecke vom Bahnhof. 50 Penner haben an die Ecke gepisst, gekotzt und jemand hat seinen 15 Jahre alten Essig in die Ecke gekippt. Und das schon seit 5 Jahren jeden Tag, so riecht das. Wo ist der Hering? Oh nein, das ist dickflüssig. Das ist die Beschichtung. Oh, jetzt kam's. Oh, Junge, das Öl. Alter, Junge, wie lange zieht das denn? Guckt euch die Brühe an. Was ist das? Das lebt doch noch. Das ist die Beschichtung. Der Chirurg Olaf muss natürlich die Beschichtung zertrimmen. Was ist das? Das esse ich doch nicht. Hör mal auf. Was ist das hier? Du Kreten. Alter. Da frisch aus dem Gulli gefischt, hä? Wie viel hast du dafür gezahlt? Bestimmt 20 Euro. Willkommen beim Fischermarkt. Das macht dann 30 Euro. Das essen wir nicht, Paul. Hör mal auf, dass das ist. Also, da kann man nichts mehr viel essen. Das ist Salmonellen in der Dose. Wie so irgendwas Silbernes, guck mal. Das ist die Schicht vom Fisch. Wir haben dabei so Zeug unter der Nase, damit ihr das nicht riechen müsst. Auf jeden Fall. Die Hälfte ist vorbei. Schnell weg. Wir haben eben probiert, das Zeug zu sieben. Das ist mit dem Sieb passiert. Ein bisschen ätzend. Oh! Alter! Oh Gott! Saug die Scheiße mal auf, Alter! Kauft euch auf gar keinen Fall dieses Soest-Röming. Und lasst es auf gar keinen Fall noch 10 Monate irgendwo liegen. Danke, Lars, für den Strohhut. Und ja, keine Ahnung.